GameStop, GameStop, ich kann es schon nicht mehr hören, so haben einige kommentiert unter meinen Videos. Ich will aber in diesem Video versuchen klarzumachen, warum diese Geschehnisse, dieses Drama um GameStop so wichtig ist. Erstens, um zu verstehen, wie die Märkte sich in den letzten Tagen bewegt haben. Zweitens, dass eben hier entscheidende Fragen aufgeworfen werden, die für die Zukunft der Märkte, der Finanzmärkte von großer Bedeutung sind und dadurch eben eine Dimension in diese ganze Geschichte bringen, die weit über dieses Junk-Unternehmen GameStop hinausgeht. Das ist der Punkt, den ich versuche jetzt ein bisschen auszuführen. Schauen wir uns zunächst mal an, was die unmittelbaren Auswirkungen dieses Dramas um GameStop waren. Es war ja die Furcht da, dass Hedgefonds kippen, die eben short in GameStop sind und möglicherweise dann dieser Attacke von Wall Street Bets nicht mehr gewachsen sind, kippen könnten. Und wenn Sie sich das hier mal anschauen, dann sehen Sie, dass es so teuer war, sich zu hedgen, also mit Put-Optionen vor allem, sich zu hedgen gegen Kursverluste im Long-Portfolio wie seit dem März 2020 nicht mehr. Erinnern wir uns, März 2020, totale Panik am Markt, die Märkte sind abgestürzt und es war also jetzt in den letzten Tagen so teuer, sich dagegen abzusichern, weil die Nachfrage nach Puts so derartig gestiegen ist wie in der Panik im März 2020. Dementsprechend haben wir dann eben auch gesehen, dass die Geschichte sich dann aufgelöst hat und besonders reagiert hat. Hier sehen wir zunächst die Kosten für eben solche Puts, für solche Hedges massiv gestiegen und dann sehr schnell zurückgelaufen, als klar wurde, nämlich Anfang der Woche, okay, die Hedgefonds werden das überleben, die sind überwiegend raus aus ihren Short-Positionen, sind also nicht mehr in Gefahr. Das war der entscheidende Punkt. Dadurch entfiel die Notwendigkeit, sich zu hedgen. Faktisch hat man dann Puts aufgelöst. Wenn man Puts auflöst, dann ist das praktisch wie ein Kauf, kann man sagen. Man hat also diese Absicherungen fallen gelassen. Das hat einen Kaufdruck erzeugt. Deswegen sind wir gestern zum Beispiel so stark gestiegen. Deswegen sind wir heute auch einigermaßen gut drauf, was die Wall Street betrifft. Also wir haben eben in der letzten Woche gesehen, wie vor allem FANG-Aktien abverkauft wurden, eben die Long-Positionen der Hedgefonds, die für Margin-Zwecke gebraucht wurden, die Auflösung derselben, um Cash zu generieren, um dann die Verluste bei GameStop ein bisschen aushalten zu können, bevor man dann eben es schafft, diese GameStop-Aktie wieder einzudecken, die Short-Position wieder einzudecken. Also das Ganze erklärt erstens das aktuelle Marktgeschehen der letzten Woche und eben auch dieser Woche großteils. Dementsprechend ist es per se schon mal wichtig und dementsprechend ist es eben auch wichtig, darüber zu sprechen, denke ich, denn sonst versteht man die Marktbewegungen nicht. Die zweite Geschichte ist die der Regulatorik, ist die, wie es eigentlich aussieht mit der Anteilnahme von Privatleuten, von Privatpersonen an den Finanzmärkten. Ist das nur ein Spiel der Wall Street Profis oder sollen da alle mitmachen können? Sollen da welche Bedingungen für wen gelten? Sind die Bedingungen für die Privatanleger ungerecht? Müssen geändert werden, müssen verbessert werden in Relation zu den Profi-Investoren? Das sind die Fragen, die hier aufscheinen. Und hier sehen wir eine lächelnde Janet Yellen, die soll ja am 18. Februar dann sich zusammensetzen und die ganze Geschichte untersuchen, die Lehren draus ziehen aus diesem GameStop-Drama. Und einer der Beteiligten in diesem GameStop-Drama ist ja Citadel, dieser Hedgefund. Und der hat immer schön kräftig Janet Yellen für Reden bezahlt. Und teilweise so an die 200.000 Dollar, sodass die Janet insgesamt alleine im letzten Jahr um und bei 800.000 Dollar von Citadel bekommen hat. Es war ungefähr die gleiche Summe übrigens auch im Jahr 2019. Also gibt es da Interessenskonflikte? Das ist die große Frage. Janet Yellen sagt nein, nein. Es geht hier alles nach Anstand, aber man kann natürlich die Rolle hier schon hinterfragen, die hier der Fall ist. Also ist das so, dass eine solche Frau, die Fed-Chefin war, dann im Ruhestand war und mit Reden bei Hedgefonds auch auf oder in Universitäten sehr, sehr viel Geld verdient hat, letztendlich also ein gewisses Geschäftsverhältnis hat, kann man sagen, zu Citadel und anderen Hedgefonds und anderen Banken, die sie jetzt ein Stück weit mit regulieren soll als Finanzministerin. Und da hat Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, hat dann gesagt, nein, sie ist eine Experte und deswegen hat sie das Geld schon verdient. Naja, das ist ein bisschen schwach, würde ich sagen. Hier schlägt Rudy Havenstein vor,
Stellt euch mal vor, die Regulatoren hätten wirklich ihre Arbeit gemacht, statt zu warten, bis der Job dann aufhört und sie dann in der Privatwirtschaft von denjenigen die Kohle bekommen, die sie eigentlich vorher hätten richtig regulieren sollen. Und da ist natürlich ein Punkt dran. Also das wird Diskussionen aufwerfen, dieses Geschehen um GameStop wird wichtige Diskussionen anstoßen, wichtige Dinge zur Klärung bringen müssen und wahrscheinlich wird es so sein, dass dann die Regulatorik wiederum große Einflüsse hat auf die Entwicklung der Aktienmärkte, auf das Traden, auf das Spekulieren, auch auf das Investieren. Noch wissen wir nicht genau, wie das Ganze dann ablaufen wird. Aber die Frage ist jetzt, wie gehen jetzt die Märkte damit um, nachdem wir gestern ja massiv nach oben gegangen sind, eben durch die Auflösung diese Hedge-Positionen. Jetzt haben wir Bombenzahlen gehabt, großartige Zahlen von Amazon wie auch von Google. Also da war wirklich nichts zu meckern, das muss man ganz klar sagen. Aber die Märkte steigen trotzdem nicht ins Bodenlose und JP Morgan hat hier gewarnt, ja passt auf, wenn jetzt keine Rallye kommt, hier durch die Tech-Werte vor allem, dann muss man sich vielleicht Sorgen machen, ob wir jetzt kurzfristig zumindest am Top sind, ob das schlichtweg alles irgendwie schon eingepreist ist, die beste aller Welten jetzt eigentlich auch in den Kursen schon drin ist und dann kommen gute Nachrichten und es steigt trotzdem nicht mehr signifikant. Es gibt ja den Spruch, wenn Aktienmärkte schlechte Nachrichten bekommen und nicht mehr fallen, ist das bullisch und wenn sie gute Nachrichten bekommen und nicht mehr steigen, ist das eher bärisch. Sind wir in einer solchen Situation, ist die Frage, hier gibt es ein paar Indikatoren, dass dem so sein könnte. Ich sage nicht, dass so ist. Ich sage, es könnte so sein. Sie wissen ja, ich bin extrem bullisch konvertiert in letzter Zeit. Hier sehen wir zum Beispiel, die Marktbreite ist wieder richtig schlecht geworden. Wir hatten ja eine Zeit nach dieser Impfstoffgeschichte Anfang November wirklich eine Marktbreite, die überzeugend war. Auch die zurückgebliebenen Aktien, die Corona-Verlierer hatten deutlich zugelegt. Nicht nur die Fang-Stocks, nicht nur die großen US-Tech-Aktien. Aber das ist jetzt schon wieder vorbei. Hier sehen wir, dass weniger als 30% der Aktien im S&P 500 sich besser entwickeln als der Index selbst. Das heißt, es sind also doch wieder die großen Player mit der großen Marktgewichtung, die letztendlich das Tempo bestimmen an den Märkten. Die Marktbreite fehlt also. Auf der anderen Seite haben wir ein immenses Volumen an Call-Optionen gesehen, also Privatinvestoren vor allem, die auf steigende Kurse, vor allem in Einzelaktien, aber auch auf Indizes spekuliert haben. Jetzt sagt JP Morgan, ja, also viel mehr wird da jetzt nicht mehr kommen können. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr großartig zu überbieten. Jetzt im kurzen Zeitfenster, dementsprechend könnte das eher schwächer werden. Und das war schon ein Punkt, der die Märkte sehr stark gestützt, wenn nicht gar nach oben getrieben hat. Ich hatte mehrfach gesagt, dass dann die Market Maker, die diese Optionen eben verkaufen oder diese Call-Optionen an Privatleute verkaufen, sich dann teilweise hedgen müssen, indem sie die Aktie physisch kaufen, zum Beispiel eine Tesla, eine Amazon, eine Apple, wen auch immer. Also die Nachfrage hier, so sagt JP Morgan zumindest, könnte nachlassen. Wir sehen extrem niedrige Cash-Levels. Hier haben Sie mal zum Beispiel die Cash-Levels von Mutual Funds, also von aktiv gemanagten Fonds, so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ähnliches gilt übrigens auch für Pensionskassen. Auch das sind ja wichtige Spieler in diesem Markt. Also es ist nicht so, dass sehr, sehr viel Geld an der Seitenlinie ist, sondern da ist schon eine große Investitionsquote schlichtweg der Fall. Und die Bank of America hat jetzt gesagt, also hier unser Risiko, unser Sentiment-Indikator ist jetzt so knapp vor einem Sell, vor einem Verkaufen wie seit 2007 nicht mehr. Equity Allocation, also sehr, sehr hohe Investitionsquote schon bereits der Investoren. 12 von 19 Signalen haben angeschlagen auf ein Bärenmarktsignal. Noch ist es nicht so weit, aber es ist eben jetzt nicht mehr so, dass wahrscheinlich der Großteil der Rallye vor uns liegt, sondern der Großteil dürfte schon hinter uns liegen und die Luft wird natürlich nach diesen massiven Anstiegen immer dünner. Das sehen wir hier auch an den Bewertungsniveaus, zum Beispiel S&P 500 Growth Index, Price Earnings, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wenn man so will, das ist explodiert geradezu in letzter Zeit. Ja, die Zahlen sind super, super gut, die derzeit abgeliefert werden. Können sie noch besser werden? Das ist die Frage. Also ist da noch irgendwie was draufzusetzen oder ist eben das auch schon ein Stück weit ein Hochpunkt? Und gerade bei den Tech-Werten könnte man ja fragen, ob Regularien, so muss es heißen, nicht möglicherweise bald hier eine Rolle spielen. Hier sehen wir zum Beispiel IPOs, die IPOs mit negativen Earnings per Share, also Börsengänge, bei denen die neuen Börsenmitglieder, die neuen Aktien, die da in den Markt kommen, faktisch die Unternehmen Verluste machen. Fast 80% war noch nie so hoch wie jetzt. Und jetzt kommt ein Punkt vielleicht,
der eigentlich positiv ist für die Wall Street, aber möglicherweise dann doch zu einem Negativ werden könnte. Nämlich ist es schlichtweg so, dass die Wachstumserwartungen für die USA weiter steigen. Wenn die Wachstumserwartungen steigen, hier ein Chart, eine Grafik von Nordea, dann ist es in der Regel so, dass der Dollar stärker wird. Der Dollar folgt also dieser optimistischen Einschätzungen für die US-Wirtschaft, und wir sehen, dass wir 2018 mal eine ähnliche Situation hatten. Da wurde der Dollar dann auch deutlich stärker, und Dollarstärke ist ja etwas, was vor allem für die Emerging Markets nicht gut ist, was für alle, die in Dollar verschuldet, nicht gut ist, was normalerweise eher ein Krisensymptom ist, weil Flucht in den Dollar ist sozusagen das einzige, oder der Dollar ist das einzige Fluchtvehikel, das letztendlich noch da ist, zumindest im klassischen Sinne, jetzt mal abgesehen von Bitcoin und anderen Dingen, die aber von den ganz großen Investoren eher nicht den großen Maßstab gespielt werden. Und hier sehen wir auch, aufgrund dieser Erwartungen, dieser positiven Erwartungen, die Amerikaner ja jetzt die Corona-Zahlen rückläufiger, die Impfungen gehen besser als in Europa, der großartigen EU-Verhandlungspolitik sei Dank. Wir sehen hier die Inflationserwartungen jetzt auf dem höchsten Stand seit 2013. Und das wiederum könnte aber bedeuten, dass die Fed dann vielleicht doch irgendwann mal den Fuß vom Gaspedal nehmen muss. Jetzt noch nicht wirklich Zinsen anheben, kann man das überhaupt, aber zumindest das QE mal zurückfahren, Tapering betreiben muss, und zwar schneller als vielleicht von den Märkten gedacht, zumal die Inflation ansteigt, vor allem hier in Europa, hier Zahlen aus Europa. Wir haben jetzt ja lange Deflation gehabt, jetzt sehen wir, dass plötzlich im Januar die Inflation nach oben schießt, die Verbraucherpreise nach oben schießen. Hat sich schon an den deutschen Zahlen gezeigt. Gestern war es, glaube ich, was steigt da eigentlich im Preis? Hier sehen wir zunächst mal, dass ein Punkt auch eine Rolle spielt, die Supply Bottlenecks, also der Flaschenhals. Hier sehen wir, dass bereits 8% der Manufacturers, also der Produzenten, sagen, wir haben Lieferschwierigkeiten, eben weil die Schiffe nicht vorhanden sind, weil die Container nicht vorhanden sind, weil praktisch hier die Transportmöglichkeiten gar nicht so gegeben sind. Das ist eine immense Zahl, hatten wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Preise ja, zum Beispiel für Containertransporte von Shanghai nach Rotterdam oder Shanghai nach Los Angeles, ja deutlich gestiegen. Was ist eigentlich teurer geworden, wenn wir mal genau hinschauen? Gefühlt an der Tankstelle Benzin, aber hier offiziell die Energiekosten noch deutlich rückläufig mit immer minus 4%, aber Services sind teuer geworden. Viele andere Bereiche, Food vor allem, also Nahrung, ist teurer geworden. Also viele Bereiche haben sich doch signifikant verteuert. Und wenn Energie jetzt auch noch anspringt, dann könnte das doch schneller eine inflationäre Entwicklung zeigen. Wird auch darauf ankommen, wie jetzt die Geschichte mit dem Stimulus ausgeht in den USA. Jetzt hat Biden gesagt, ja, vielleicht kann es ja auch ein bisschen weniger sein als 1400, dieser neue Scheck, der da kommen soll. Die Republikaner sperren sich ja sehr dagegen. Und es gibt jetzt wieder so ein bisschen, naja, negativere Töne zwischen Mitch McConnell, dem Republikaner, und Biden, der sagt, oder McConnell sagt, ja, Biden, du machst immer hier auf Einheit, aber faktisch, wenn es darauf ankommt, dann willst du doch die Agenda der Demokraten durchsetzen. Das wird so nicht gehen. Biden hat dann relativiert und hat gesagt, ja, ich will nicht die Höhe der Schecks senken, diese 1400 Dollar, sondern die Frage stellen, wer soll sie denn alles bekommen? Also möglicherweise bekommen es weniger Leute, eben viele, die es wahrscheinlich gar nicht brauchen, könnte man da rauslassen. Das würde aber dieses ganze Stimuluspaket dann ein wenig senken. Das aber wäre nicht so schick für die Wall Street, die ja sagt, okay, hier kommt die nächste große Stimulusbombe sozusagen. Und wenn man die Amerikaner mal befragt, was Gallup getan hat, geht es dir besser finanziell als vor einem Jahr oder geht es dir schlechter, dann sehen wir, dass diejenigen, die sagen, es geht mir schlechter, deutlich gestiegen ist, und diejenigen, die sagen, es geht mir besser, deutlich gesunken ist, trotz des Helikoptergelds, das die Amerikaner schon bekommen haben. Eine wichtige Diskussion neben dieser ganzen GameStop-Geschichte ist auch, was ist von Jeff Bezos zu halten? Ist er jemand, der die Menschen ausgebeutet hat, schlecht bezahlt und darauf sein Reichtum aufgebaut hatte, wie hier einer meint, nämlich Camingo Gonzalez, geiler Name, Camingo Gonzalez. Ein anderer meint letmoneywork.de, hier der Twitter-Account, der sagt, falsch, es ist so, dass er reich geworden ist, weil er was riskiert hat. Er hat viel Zeit, Geld aufgewendet, Sicherheiten aufgegeben, um ein Unternehmen zu gründen.
Das ist eine Grundsatzfrage, finde ich, die hier zur Beantwortung steht. Ein interessanter Punkt. Beide Perspektiven haben Punkte für sich, meine ich. Und etwas für sich hat auch Mario Draghi, der hier begeistert auf das Auftreten einer Frau reagiert hat, damals als er noch EZB-Chef war. Mit dieser Haltung gegenüber Frauen natürlich eine interessante Perspektive eingenommen hat, jedenfalls die Finanzmärkte in Italien. Die sind begeistert, der italienische Aktienindex deutlich gestiegen heute und die Renditen für italienische Staatsanleihen deutlich gesunken. Mario Draghi, der Retter sozusagen, der den Euro gerettet hat. Manche sagen, aber es sind böse Zungen, sagen, ja, der kennt natürlich Hinz und Kunz bei den Mächtigen, auch in der jetzigen EZB, der hat dann so viel Einfluss und der wird ihn sicherlich nicht zum Schaden Italiens einsetzen. Da ist natürlich ein Punkt, sollte er wirklich Ministerpräsident werden. Also, das soll es erstmal gewesen sein. GameStop ist wichtig, A, für die Erklärung der Märkte in den letzten Tagen und möglicherweise auch in den nächsten Tagen. Und B, weil es die großen Themen aufgeworfen hat, die gesellschaftspolitischen Themen, die regulatorischen Themen, all das wird Einfluss haben auf das zukünftige Geschehen an den Finanzmärkten. Deswegen ist das wichtig. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.